Ja,
sehen Sie bereits bei hoher Entstellung gebracht, wer mal genau hingeguckt hat, der kann es gleich nochmal simulieren, sieht die Kollegen zwischen die Wirkung der Strahlung und der Spitze sind, das heißt, die sogenannte CGC-Mehrzweckpistole mit bis zu 450 Liter Wasser hat natürlich bei der Öffnung dieser Löschenautomatik einen sehr großen Rückstoß, sodass die Kollegen auch seinen sicheren Stand haben müssen. Solche Folge ist ein Brand anbauen, beispielsweise einen Gebäude an der Wohnung oder ähnlichen, wenn man öffnet das Strahlung. Also im Spritzgestüt sehen Sie auf der rechten Seite einen sogenannten Sprühstrahler, auf der linken Seite einen Holzstrahler. Auch hier denke ich auch ganz gut zu erkennen, wie viel Kraft dann aus der Haltung alles in das Strahlrohr zu halten. Das war die deutsche Generalstudienführer zum Abmaßstand. Ich habe mich in der Reihenfolge werden die Strahlrohre Wasser losgemacht. Eine typische klassische Übung aus den DDR-Zeiten, die Notübungs, könnten also Fahrer sagen, fast wusste es nicht, bis man jedes Element auswendig konnte und beherrschte. An dieser Stelle denke ich auch ganz herzlichen Dank an meine Kameraden des historischen Zuges, die hier diese Verlegung durchgeführt haben. Sie sehen also auch da, der Abbau ist organisiert bei uns, also wir machen nichts, die Völkerson ist damals war, wir haben Handelsbox, Wasserbox, Schlauchbox, die Maschinisten, die Kunde und das Fahrzeug gegeben. Der Gruppenführer Einsatzangehörigen Vielen herzlichen Dank, ich denke, das war ein kleiner Applaus, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt so richtig heiß gemacht haben auf diese ganze Maßnahme, natürlich stehen wir.